Und jetzt mache ich mir mal die Soße. Und ihr kommt hier wieder in das Stativ. Wieder rein. Dafür brauchen wir Milch, Frischkäse und Mehl. Müsste jetzt fertig sein, wenn wir zumindest gleich mal gucken, hier und ein bisschen noch. Blumenkohl ist noch nicht, Kartoffel auch noch nicht, ein bisschen noch. Aber wir können schon mal die Sachen hier machen. Also einmal ausspülen. Irgendwie ein Gefäß für meine Tranien. Aber ich habe die ganzen Töpfe, die Joghurttöpfe und so draußen. Hier nehme ich nochmal den Müll hier. Obwohl, ich könnte auch das einmal einschneiden. Das würde, glaube ich, auch gehen. Mal hin dann. Erstmal hier hin. So. Die ist auch leer. Ich muss mir Wasser auffüllen gleich. Sonst habe ich nachher kein Wasser mehr, wenn wir kein Wasser mehr haben. So. Noch ein bisschen. Müssen wir noch ein bisschen warten. Oh, hier sind wir wieder. Und jetzt
Jetzt würde ich gerne mal meine Soße machen. Ein bisschen Wasser rein. Einmal aufkochen. Ein bisschen Pfeffer. Ich habe gerade die Serie wieder angemacht, Soul Yummen. Gefällt mir ganz gut. Ich bin bei Teil 3, obwohl ich nicht alle Teile vollständig geguckt habe. Manchmal gucke ich in einen Teil rein und dann gucke ich ein bisschen und dann habe ich keine Lust wieder zu suchen, wo ich stehen geblieben bin. Dann gehe ich einfach in die nächste rein. Und deswegen ist es ja auch so, warum ich meine Vlogs jetzt immer kürzer mache. Weil ich glaube, dass die meisten Menschen da auch keine Lust haben, die Stelle zu suchen, wo sie aufgehört haben. Weil die wenigsten gucken ja anderthalb Stunden einen Vlog. Und ich glaube, 20 Minuten ist ganz gut. So kann man einmal gucken und dann kann man gleich in den nächsten, wenn man wieder Zeit hat. Denke ich mir so. So. Das ist auch fertig. Jetzt muss ich mal gucken. Einmal kann das schon mal aus, ob das fertig ist. Ja, das ist auch fertig. Der Blumenkohl ist noch ein bisschen hart, aber das macht nichts. So. Einmal. Mir immer zu kleine Teller, weil ich brauche richtig viel Soße. Ich kann mir das schon mal ein bisschen klein machen mit der Gabel, dann muss ich das nicht gleich am Brett machen. Luca ist noch ein bisschen hart. Normalerweise liebe ich es, das jetzt zu Zucchini zu essen oder Salami, egal. Ist ja das gleiche eigentlich. Aber habe ich nicht, weil ich da nicht so ganz vertraue gerade in den Sommermonaten. Im Winter mache ich es aber nicht im Sommer. So, jetzt habe ich viel zu viel Soße, aber wird schon klappen, ne? Schau mal. Und dann brauche ich ja in letzter Zeit immer was zu trinken dazu, leider. Ich weiß auch nicht, wie viel ich jetzt zu trinken habe. Klar, weil es zu heiß ist, ne? Das ist das, Mann. So, Salz nehme ich auch mit. Dann mache ich mir noch was zu trinken rein. Und dann würde ich sagen, ihr dürft einmal wieder in Pausestellung gehen. So, jetzt geht es langsam ins Bett. Ich habe mit der Anni telefoniert ziemlich lange und das bedeutet, dass ich im Zeitverzug bin. Es ist jetzt ein Drahtstück. Nach 12 Uhr schon und ich möchte ins Bett, aber ich muss vorher abwaschen und ein bisschen aufräumen, weil es sieht hier bescheiden aus. Oh. Wo ist mein Stativ? Da. Ja, wir haben heute alles hier liegen lassen. Vorhin Gardinen und alles, was wir noch aufräumen wollten. Alles Mögliche liegt hier rum. Mein Akku ist gleich alle. Das heißt, ihr könntet jeden Moment dahin gehen. Ich wollte auch Backmess essen, habe ich auch nicht gemacht, also mein Sirup, den ich gekauft hatte. Stattdessen habe ich ungesunde Sachen wieder gegessen, ich eigentlich nicht. Ich habe das ganz vergessen, hätte ich wahrscheinlich auch gemacht. So, jetzt muss ich
richtig lecker heute geschmeckt, schmeckt der Enchanto. Manchmal schmeckt er nicht so. Kriege ich das nicht so hin. Die Hunde, die hopsen da immer durch die Gegend. Ich weiß auch nicht, was die da machen. Manchmal bellen sie, aber nicht laut. Ich glaube, die spielen. Du hörst mich nicht an. Ich habe mit meinen Söhnen telefoniert. Das war richtig schön. Kleiner Sohn kommt wahrscheinlich bald, Allah ihn will, zu seinen Freunden. Mal schauen, das wird bestimmt lustig. So eingetrocknet, nicht ab. Thank you.
Brille. Sind gleich wieder an. Moment, Moment. So. Den Akku rein. Und euch Brille. Das Badezimmer damit. Vorlaufen lassen. So. Und hier muss ich die Fenster zu machen. Ich nehme mich auf. Kopfschmerzen. Ist eigentlich mein Schlüssel dahin getan? Ja. Wasser. Ich trinke nachts auch immer Wasser. Ne? Das ist alles ganz eigenartig mit mir. Kleider und Klamotten hier hingeschmissen, weil ich immer Angst habe, dass da irgendein Tier drin ist. Ich habe das gewaschen. Muss ich mal eben aufräumen. Morgen werde ich die Bettwäsche waschen, dann mache ich es nicht. Ein Haufen. So. Und dann Kopftücher da rein. Meine Lieben, ich würde sagen, wir verabschieden uns. Meine Handtasche. Wo habe ich die hin? Hier. Nehme ich immer mit rein. So. Und dann die Tür zu. Und wir machen Schluss für heute. Ich bedanke mich.
ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Und die Uhr zeigt 0.14 Uhr an. Daran seht ihr, wenn irgendetwas dazwischen kommt, dann schaffe ich mein Schneidepensum nicht und dann wird es noch später. Meine Lieben, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch eine wunderschöne neue Woche. Ich hoffe, ihr bleibt gesund, ihr seid gesund, lasst euch nicht ärgern. Ich hoffe außerdem, dass ihr morgen wieder mit dabei seid, inshallah, wenn es wieder heißt, guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Tschüss.